Vor etwa einem Jahr habe ich begonnen, die Gitarre über das Internet zu lernen. Am Anfang hatte ich große Schwierigkeiten, aber als ich ein paar Akkorde spielen konnte, habe ich mich in das Instrument verliebt. Was ich an diesem Instrument wirklich liebe, ist, dass wenn ich Zeit investiere, mache ich auch Fortschritte. Je länger ich etwas lerne, desto besser werde ich und es gibt so viele verschiedene Dinge, wo ich mich erweitern kann. Von Fingerpicking bis zum Strumming. Meine zwei größten Idole sind eindeutig John Mayer und die Beatles. John Mayer ist einfach ein Virtuose auf der Gitarre. Jedes Mal, wenn er spielt, haut es mich um, aber es motiviert mich auch, mich jeden Tag zu verbessern. Obwohl John Mayer großartige Texte in seinen Liedern hat, sind die Beatles eindeutig die Gruppe, die mein Songwriting am meisten beeinflusst haben. Ihre Texte sind normalerweise ziemlich einfach und haben eine starke Botschaft. Ich versuche diese Strategie in meinem Songwriting umzusetzen. Für mich ist Regel Nummer 1, wenn es gut klingt, ist es gut. Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg beim Songwriting, aber so gehe ich an die Sache ran. Normalerweise setze ich mich mit meiner Gitarre hin und suche mir ein paar Akkorde aus, die zu meiner aktuellen Stimmung passen. Spiele diese Akkorde für eine Weile und beginne, irgendwelche Melodien oder Wörter darüber zu singen. Bin ein großer Fan davon, meine eigenen Instrumente zu spielen und aufzunehmen. Deshalb versuche ich, so viele wie möglich zu lernen. Zum Beispiel Bass, das Klavier und das Saxophon. Insgesamt habe ich 10 Instrumente und davon sind 5 Gitarren. Die Gitarre hat für mich einfach ein riesen Suchtpotenzial und ich werde es versuchen, mein Sortiment in den nächsten Jahren zu erweitern. Ich habe meine Musik bisher nur einer Handvoll Menschen gezeigt. Der Grund dafür ist, dass ich nicht will, dass die Meinung anderer Leute meine Musik beeinflusst. Für mich ist es wichtig, dass ich ein Lied schreiben kann, das mir gefällt, ohne dass ich mir Sorgen machen muss, was andere Leute davon denken. Letztendlich versuche ich, mein größter Fan zu sein. Aber jetzt, wo ich schon ein paar Lieder fertig geschrieben habe, denke ich, dass ich bereit bin, meine Musik der Welt zu zeigen.